Willkommen in der Welt der Tiefen und Mythen, in der Welt von Atlantis und Mu, die Kuh von Let's Play Super Mario Galaxy 2 zu nächtlicher Stund. Und deswegen halte ich meinen Mund. Nächtlich ist es doch gar nicht. Ansonsten wecke ich auf die Nachbarn und das gibt echt einen Krachbar. Sachzeug halt. Okay, Cooper-Antrieb durch die Tiefen. Huba. So, was? Und ich habe natürlich immer den Kommentator dabei, weil ohne den Kommentator kann ich nicht. Da oben ist eine Röhre. Ich muss überall dabei sein. Was? Ich muss überall dabei sein. Jetzt spielen wir mit dem Luigi. Wir wollen alle Luigi sehen. Nein, wollen wir nicht. Ich schon. Ist mir egal. Ich glaube, hier kommt auch nochmal der Schimpansentyp, oder? So mit einer Herausforderung irgendwann mal. Ach ja. Stampfen. Ich mag Wasserwelten nicht, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, deswegen mache ich die Wasserwelt zuerst. Oh, Panzer! Panzer fahren! Cooper-Antrieb. So, Panzer! Oh Gott, ich kann nicht mehr Cooper-Panzer fahren. Es gibt zu wenig Cooper. Panzer? Okay. Was ist jetzt das für ein. Ach so, da ist. Scheiße! Da ist eine Höhle! Ich habe das Ding nicht. Na. Gott, es geht wieder mit Fail ohne Ende weiter. Ich habe das Ding ja nicht als Höhle in die Tiefe gefunden. Ich meine, identifiziert. John. Genau. So. Ah ja, stimmt. Da muss man mit diesem Lichtschein hier möglichst viele Punkte machen, wenn man hier lang düst. Oh. Ja. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Verdammt, ich habe gerade, glaube ich, die Seitenhöhle mit der Kometenmünze übersehen, oder? Egal. Egal. Fahren wir einfach mal einen Umweg. Doch. Nicht? Doch, müsstest du haben eigentlich. Ich weiß es nicht mehr. Da, links. Das ist das nicht. Da ist die doch gewesen. Ja, da war sie gewesen. Ich habe schon wieder den Eingang verpasst, ich Idiot. Mama. Dreh dich. Ertrinkst du nicht demnächst auch? Ja. Aber wenn ich das Ding hier nicht erwische, dann lande ich auch bei den Fischen, weil ich dann hier nochmal vorbei muss. Gibt's hier vielleicht einmal ein bisschen Luftblase? Das wäre äußerst zuvorkommend. Hallo, Luftblase. Das wird ein bisschen brutal. Ja. Voll in die Hose gehen. Ja. Und das ist in die Hose gegangen. Ja. Verdammt, ich hab. Oh Gott, ich mag das nicht. Und ich muss am ersten Versuch mal wieder runter. Also richtig auch in die Böschung rein. Okay, diesmal weiß ich wieder, wie die Welt so ein bisschen aufgebaut ist. Dann klappt das vielleicht auch mal ein bisschen besser. So, und jetzt wird da. Ich kriege, glaube ich, kein Video mal hin, ohne einmal zu sterben, jetzt momentan in der sechsten Welt. Das geht mir ja sowas von auf die Körner, Koteletten. Ja, ich habe keine Koteletten, deswegen geht es mir auf. Ich liebe ja Kotelett. Und, Koketten. Und Kotelett mag ich nicht. Ich hasse Kotelett. Da ist Knochen drin, ne? Ich mag auch kein Kotelett. Kotelett. Wer hat sowas ich mag Schnitzel, erfunden? Weil da kein Knochen. Ja, genau, Schnitzel, Schnitzelman. Oh, nein! Oh, ich hab schon gedacht, ich schwimm schon wieder dran vorbei. Oh. Zum Glück hat diese Schildkröte hier einen guten Analantrieb. Ich möchte gar nicht wissen, woher die Blasen kommen. Chilischoten unter Wasser. Chilischote unter Wasser kommt nicht so ganz gut, würde ich sagen, ne? Nee, ich meine ja nur, guck mal, ich bin jetzt hier schon wieder die ganze Zeit lang und faile. Und ertrinke schon wieder wahrscheinlich. Weil ich hier gerade. Ich habe hier noch nie so schlecht gespielt. Oh, da ist Panzer. Und da ist. Das ist vor allen Dingen Luft. Das ist Luft, genau. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo der Scheißding gerade kaputt gegangen ist. Aber ich hab's bis hierhin durchgeschafft. Mein Gott, das ist doch gar nicht so schwer. Warum verdammt nochmal schaffe ich es einfach nicht, hier gescheit durchzukommen? Ich hab das Level hier tatsächlich, ohne, ich will jetzt nicht angeben oder sowas, aber ich hab das Ding locker flockig im ersten Versuch durchgeschafft. Ob auch die Kometenmünze direkt beim ersten Mal gefunden habe. Die sammle ich ein und jetzt hier Vorführeffekt. Keine Ahnung, die glauben mir eh nichts mehr, die Leute. So. Ach, ich glaub dir. Ja. Ich habe schon 30 Frauen gleichzeitig gehabt. Während ich mit Tarzan den Dschungelbolero getanzt habe. Aber und das klingt jetzt schon wiederum wahrscheinlich. Wieso peinlich? Nein, nicht peinlich, wahrscheinlich. Ja, natürlich, ne? Ich bin hier, ich bin the man. I'm the man of Bernd's World. Hast du auch so wieso schieße ich das Ding ab? Nein, oh, ich bin so fail hier. Okay,
nach diesem Level ist mit der Aufnahmesession für heute Schluss. Das geht ja auf keine Kuhhaut, was ich mir hier heute leiste. Ja, sein Skill ist aus. Der muss sich erstmal wieder aufladen. Ja, ich habe zu viel verbraucht in den letzten Welten. Oh, E-Mail. Irgendjemand ist auf meinem Formspring-Account, hat ihn gefunden. Someone. Verdammt, ich krieg die scheiß Kiste nicht auf. Ach da, oh Gott sei Dank, ich hab schon gedacht, ich müsste wieder zurückschwimmen. Um eine Schildkrötenpanzer. Wenn man aus diesem Wasser rauskommt, dann sieht man diesen Sonnenuntergang da und Blumenwiese. Bisher war es dem Kommentator. Was machst du hier? Oh Mario, ich danke dir. Stell dir vor, ich hatte gerade eine Latte und erwischt und da verlor ich gerade die Balance und der Deckel schloss sich über mir. Aber sie nur Bauerstände, nur meine. Ihr könnt alle selber lesen. Ihr könnt alle selber Deutsch. Also, warum lese ich das überhaupt vor? Weil ich kann. Aber ich habe keine Zeit und deswegen, ich will ja noch mindestens einen Stern in diesem Video sammeln. Und genau deswegen werde ich jetzt diesen Zauberstern hier einsammeln. Mit diesem Zauberstern werde ich zur Hexe und Zauber gehen. Und wenn die Hexe und der Zauber miteinander kämpfen, werde ich mir ihre Zauberstäbe nehmen und mir sie an den Hintern schieben, weil ich sie dann verdient habe bei der Performance, die ich mir hier gerade leiste. Und der jetzt braucht erstmal wieder seine Sauerstoffflasche, weil er nicht mehr der Jüngste ist. Was hat denn das damit zu tun? Ritt du mal so lange an einem Stück, ohne zu atmen. So, mal sehen, lieber nicht. Noch ein Kometenstern auftauchen wird. Bestimmt an einer ziemlich beschissenen Stelle, wenn er das überhaupt tun wird. Oh mein Gott, hier war doch keine Sackgasse. Okay. Hier geht's doch weiter. Verdammt! Hier musste ich doch lang, wäre ich doch oben lang gegangen. Hätte ich mir diesen Scheiß hier erspart. Oh Gott. Ein Genie wie ich hat es einfach nicht leicht im Leben. Ich habe es nicht leicht im Leben. Und die Damen haben es auch nicht. Weil ich nehme sie, wie sie gerade liegen. Und sie liegen bei Meister, nehme ich mich. Das hier ist eine Retro-Galaxie und ich mag die Retro-Galaxie. König Wump kehrt zurück. Haha, der König Wump kann mich ja machen, Fisch. Ich erinnere mich, ich fand die so toll. Sie war zwar nicht ganz detailgetreu, aber... Ja, aber es sieht doch schon richtig knackig aus hier. Kann man die Kometenmünze eigentlich auch in der zweiten Welt sammeln, weil die steht gerade ein bisschen beschissen rum, muss ich gestehen. Ich meine ja, aber ich bin mir nicht sicher. Aha! So, Abkürzung. Abkürzung gut. Abkürzung für mich gut. Roms. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wir sammeln hier ein, wir gehen weiter. Jetzt kann ich... Ah, oh, das ist nochmal... Das ist eine Erholungswelt pur für mich. Das ist Erholungswelt pur. Da kann ich mal richtig ein bisschen Dampf ablassen. Ola, ola. Mal sehen, wie ich da unten rankomme. Die würde ich mir schon ganz gerne jetzt unter den Nagel reißen, muss ich gestehen. Nicht den hier machen, Mario, sondern den hier. Nein, der war zu früh. Oh, scheiße, Dreck. Verdammter Honigkuchen. Mal sehen, komme ich damit einen Dingsjump? Warum mache ich es mir so schwer? Warum mache ich es mir verdammt nochmal so schwer? Keine das Ahnung. Geht doch. Komme ich hier nochmal hoch? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Das sieht schlecht aus, aber man kann ja mal einen... Nein, so nicht. Okay, machen wir es anders. Gehen wir einfach wieder zurück und gucken mal. Oh, da ist gucken wir uns die Welt nochmal von Anfang an. Genau. Diese Welt ist groß, diese Welt ist herrlich. Herrlich groß. Herrlich. Passend zu Körperteilen von Pamela Anderson. Obwohl, die ist ja auch nicht mehr so taufrisch, ne? Na. Egal. Oh, weiter geht es hier hoch. Und mir geht irgendwie gerade der Text aus. Deswegen muss ich singen. Ja, bei dir. Mein Vögelein, du singst so schön und ich falle. Scheiße, das. Wie war das noch gleich? Oh, das ist einfach. Jetzt kann ich wieder glänzen. Und ich glänze mit Sternen, die vom Himmel regnen, während sie mir die Klöten aufschlitzen, weil sie scharf sind und haarscharf an mir vorbeizischen. Okay. Wieder mal hier lang. Wieder mal hier vor. Ich sag nichts mehr, oder? So. Nee, besser. Roms. So, sehr schön. Oh, ich liebe den Spinning Jump. Mal sehen, komme ich hier rüber mit Abkürzung? Wenn ich hier mal richtig springe? Verdammt, fast. Warum kann er sich nicht da festhalten? Curse you, Mario. Halt dich mal fest, curse you. Hallo. So, mal sehen. Hier, wenn man es nicht mal braucht, lande ich auf dem Scheißaufzug. Mein Gott. Mann, wenn Hallo? Ich das so ansehe, dann will ich wieder Super Mario 64 spielen. Ich nicht.
So, hier ist ein Fähnchen. Ich Fähnchen das Schwengel im Wind. Ja. Ja, komm hier. Sag mir wieso. Was? Warum du nicht Super Mario 64 spielen willst? Keine Ahnung, konnte ich noch nie gut. Der hat ja doch im Original ein paar mehr Treffer vertragen, oder? Ja, drei. Also zwei, beim dritten ist er gestorben. Er verträgt hier keinen einzigen Treffer. Ja, gut. Was ist jetzt los, Boss? Ja, da kommt der echte König. Ich sag nichts mehr. Ich bin schon mal sauer, wir haben eure Häuser gebaut, eure Schlösser gegeben, euch Straßen. Und auch seid ihr uns mit Füßen und habt ihr euch jemals bei uns bedankt? Nein. Er will mir deine Schuhe, deine schmutzigen Abdrücke auf mir hinterlassen. Ich denke, ich werde dich einfach so aus dem Schwarz der Freude in den Boden stampfen. Hast du ein Problem damit? Dann versuch mich aufzuhalten, mir wirst dir nah. Ja. Der Ausblick ist schön. Nicht. Oh Gott. Du läufst direkt unter seinem Schritt durch. Das ist irgendwo gruselig. Ja, ich kann's halt, ne? Komm, fall hin. Fall um. So. Kann man eigentlich die Füße hochlaufen? Keine Ahnung. So, bums. Ja, das wäre natürlich sehr, sehr praktisch. Aber das ist auch wieder ein Boss der Sorte. Mini-Dinger. Cool, der macht sie selber kaputt. Oh, komm, ich kann mich an gar nicht mehr so viel aus diesem Spiel erinnern, merke ich gerade. Tatsache, man kann Baby. Die Füße hochlaufen. Was? Oh Gott, denk doch mal an die Kinder. Welche Kinder? Ja, das waren gerade seine Kinder. Achso, ich dachte schon mal an meine Zuschauer. An die ganzen Zuschauerkinder. Nein, deine Zuschauerkinder sind mir egal. Ja, mir auch. Nein, natürlich nicht. Wie kann ich das nur sagen? Das war jetzt so wieder ein falsches Wort. Nein, schon wieder dem Erdboden gleich gemacht. Ich bin nur ein harmloser Kopfstein. Und jetzt fange ich auch noch zu stottern an, erstottern. Du hast irgendwann nur das hier nicht mit dir. Finde ich lieb von dir. Und jetzt sterb, Glittlebrock und irgendwas. Was hat er gesagt? Schotterdonner? Keine Ahnung. So. Dieser Stern ist mein. Mein, ganz allein. Ja. Wenn ich denn jedes irgendwann mal den zu Gesicht kriege. Okay. Habe ich noch Zeit? Du hast noch 3,5 Minuten. Das kommt mir bekannt vor. Nein, 2,5 Minuten, Entschuldigung, aber ist immer noch bekannt. Verdammt nochmal, würde ich nicht so viel failen? Werde ich, so wie bisher, so unendlich oft weiter failen? Oder, 40 Commitmünzen, geil. Oder werde ich wieder zu meiner alten Form, wer sie jetzt jemals will, Hey du, was fällt dir rein, einfach so ihr Fahrgut an Bord zu bringen? Ein Bob-Bomb? Sag ihr bitte dafür, dass er ruhig bleibt. Ich möchte keine wütenden Bob-Omb-Buddy auf diesem Schiff. Okay, wir haben unsere Photonen-Torpedos geladen und beim nächsten Mal sehen wir uns dann vielleicht wieder, wenn ich vielleicht zu meiner alten Form wieder zurückfinden sollte oder auch nicht. Bis dahin verbleiben wir in erfreulicher Euphorie und wünschen euch noch einen schönen Abend. Hallo? Abend schönen wünschen? Sag was? Ich hab Bye-Bye gesagt, aber schönen Abend geht auch. Tschüss.